Letzte Nacht war der Mond wieder so schön groß und hell am Himmel. Aber ich kann mir nie merken, ob er zu- oder abnimmt. Das ist doch einfach. Wenn der Mond ein wenig aussieht wie ein kleines A, nimmt er ab. Und sieht er ein wenig aus wie ein Z in der alten Schreibweise, nimmt der Mond zu. Also nimmt der Mond zurzeit ab. Siehst du, Inge, selbst der Mond schafft es abzunehmen. Da sollst du dir mal ein Beispiel dran nehmen. Ich richte mich immer nach dem Mond. Wenn der Mond zunimmt, nehme ich auch zu. Und wenn der Mond abnimmt, na soll er doch. Dass Oma immer zunimmt, liegt sicher nicht am Mond, sondern am Shampoo. Am Shampoo? Wie kommst du denn da drauf? Na, auf dem Shampoo steht doch drauf, für kräftige Fülle. Da wäre es sinnvoller, wenn Oma sich mit Geschirrspülmittel waschen würde. Da steht nämlich drauf, gegen hartnäckiges Fett. Nach dieser sinnvollen Erklärung muss ich erstmal einen Schluck Kirschwasser trinken. Kirschwasser? Das klingt ja lecker. Darf ich das auch mal probieren? Nix da, da ist Alkohol drin, 40%, damit kann man Fenster putzen. Du und dein ekelhaftes Kirschwasser. Neuerdings geht dein Morgengebet zu Gott ja schon so, solange es Kirschwasser regnet und Kirschwasser schneit, bete ich zu dir, dass das Wetter so bleibt. Dr. No hat auch eh gemeint, dass ich 3 Liter Flüssigkeit pro Tag trinken soll. Da halte ich mich ja auch dran. So ein Mist, meine Nase ist wieder zu und ich kriege schon wieder so schlecht Luft. Herbert, gib mir mal bitte mein Nasenspray. Aber Oma, Nasenspray ist doch gefährlich. Das kann süchtig machen. Das kann gar nicht sein. Ich benutze das Zeug schon seit 12 Jahren. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Wer? Oma und ich? Das haben wir der damaligen großen Oberweite von Oma zu verdanken. Das verstehe ich nicht. Erzähl doch mal. Also, das war so. Nachdem ich vom Schwarzwald nach Duisburg kam, musste ich mal im Rathaus einen Fahrstuhl benutzen. Dort war auch dein Opa drin. Ich fragte ihn, ob er die 2 drücken könnte. Und dann ist es eskaliert. Ganz genau so war das. An dem Tag hatte es damals noch ordentlich gewittert. Ein richtiges Unwetter war das. Und ich, Idiot, habe diese Warnung damals nicht verstanden. Aber was soll's? Fritz, hast du eigentlich schon deinen Rucksack gepackt? Heute gehst du dich doch wieder nach Hause. Ja, leider. Das war so schön bei euch. Nanu, wer ist das denn? Herbert, kannst du mal bitte die Haustür aufmachen? Ich? Was soll ich denn noch machen? Wo kommen wir denn da hin, wenn der Mann im Haus die Tür öffnet? Meine Güte, brech dir bloß keinen Zacken aus der Krone, dann geh ich halt. Meine Güte. Opa, musste das jetzt sein? So kannst du doch nie mit Oma umgehen. Na, ich sag immer, lieber witzig mit 99 als ranzig mit 29. Also, witzig fand ich das jetzt nicht gerade. Warum hast du Oma dann damals eigentlich geheiratet? Das freut mich so, dass du mich fragst. Das sagt mir nämlich, dass du das auch nicht verstehst. Genauso wie ich. Aber mal was anderes. Kannst du dich noch an letztes Weihnachten erinnern? Das fand ich lustig. Du meinst, wo Oma sagte, ich solle den Adventskranz anzünden? Genau. Und wenig später kamst du aus dem Wohnzimmer zurück und fragtest, ob du die Kerzen auch noch anzünden solltest. Da bin ich wieder. Und guck mal, wer uns besuchen kommt. Klaus. Hallo Opa. Hallo Fritz. Was machst du denn hier? Ich brauche ein paar Tage Ruhe von meiner besseren Hälfte und wollte fragen, ob ich für die nächsten Tage mal hierbleiben dürfte. Ja klar, kein Problem. Hattest du Streit mit deiner Freundin? Herbert, der Junge ist schwul. Seine bessere Hälfte ist ein Mann, wie oft noch. Klaus, du bist schwul? Unser Enkel Klaus ist schon seit Jahren schwul. Aber wo ist das Problem? Ein bisschen gay ist okay. Und ein bisschen schwul ist ganz cool. Ich hab's schon verstanden. Na egal, wie es ist. Ich bringe jetzt erstmal Fritz zurück zu unserer Tochter. Ich glaube, die Themen, mit denen wir uns in den nächsten Tagen auseinandersetzen dürfen, sind nicht für Kinderohren geeignet. Eine gute Idee, Herbert. Dann bis gleich. Tschüss, Fritz. Tschüss, Oma. Tschüss, Klaus. Ciao, Großer.
So, Klaus, du alter Analritter, dann setz dich erstmal und erzähl mir, was passiert ist. Ach, und erzähl mir alles. Was? Auch die Schweinereien? Ganz besonders die Schweinereien.